Also, ich musste irgendwie feststellen, dass irgendwie Resource Acquisition ist Initialization relativ unbekannt ist, obwohl eigentlich mit C++ das recht elementar ist. Also viele kennen halt C++ irgendwie als Thema mit Klassen, dann kann man auch ein bisschen Templates haben und so. Und ich habe auch selber Exceptions lange ignoriert. Ich meine, ich benutze sie nicht, ich muss nicht drauf achten, dachte ich zumindest. In Java ist es ja auch so, wenn man keine Exceptions benutzt, dann muss man sich auch irgendwie jetzt nicht großartig Gedanken darum machen. Außer man hat vielleicht mal eine Methode, die so muss wow dran steht, dann muss man da halt so ein bisschen try catch drum machen, aber dann ist alles wieder gut. Leider ist das in C++ nicht ganz so gemütlich. Aber gleichzeitig gibt es dann auch noch C++ 11 und dann gibt es halt neue Features und dann kann man damit schon rumspielen und ja, dann kann man damit auch wieder halt dieses Resource Acquisition und Initialization auch ein bisschen anders angehen. Auch weil zum Beispiel Autopointer durch andere Smart Pointer ersetzt wurde. Und mein eigenes Ziel ist es eigentlich, dass ich in meinem Code halt irgendwie nie New oder Delete aufrufe, sondern dass es eher halt so implizit funktioniert. Oder wenn schon, macht das mal eine Klasse im Konstruktor, aber sonst nirgends. Und dass man halt auch nirgends mehr mit Warp-Pointern, also so Pointern wie aus C halt rumhantiert, sondern halt irgendwie alles durch Smart-Pointer kapselt. Und dann räumt sich halt hoffentlich auch alles dann wieder weg, wenn halt eine Funktion beendet wird oder halt irgendwie das Programm beendet wird, dass alles wieder freigegeben wird. Um das noch ein bisschen zu verstehen, muss man halt noch wissen, wie jetzt die Objekte bei C++ verwaltet werden. Denn es gibt ja zwei Arten. Also es gibt ja die dynamische Speicherverwaltung, die nie. Und dann gibt es halt noch die Speicherverwaltung durch den Stack, der halt schon durch den Compiler festgelegt wird. Und dann ist es auch noch so, dass man im Gegensatz zum Beispiel zu Java halt bei C++ eine Klasse hat und die kann sich halt auch wie mit jeder Datentyp verhalten. Also man kann halt den Plus-Operator drauf anwenden, wobei es natürlich jetzt eher eine Operatorüberladung ist. Aber der große Unterschied zu Java und anderen Sprachen ist halt, diese Klasse liegt jetzt nicht nur irgendwie, ist nicht nur als Referenz verfügbar, sondern wird auch wirklich auf den Stack gespeichert. Und wichtig ist auch noch zu wissen, dass halt bei C++ immer der Stack beim Verlassen einer Methode leergeräumt wird. Und das machen wir uns dann auch später auch zunutze. Und was noch mit C++ 11 hinzugekommen ist, ist die Move-Semantik. Das ist noch wichtig für einen späteren Smart Pointer. Und hier geht es jetzt darum, dass man eventuell eine Menge hin und her kopieren könnte, wenn man halt nur die Value-Semantik nimmt und dann irgendwie so große Klassen auf dem Stack liegen hat. Dann kann man das zum Beispiel beim Operator gleich sehen. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Funktion hat, die einen std-Vektor zurückgibt, dann steht da ja nicht irgendwie eine Referenz auf dem Vektor, sondern halt wirklich so ein Value. Und dann stellt man sich vor, dann wird in dieser Funktion halt dieses Vektorobjekt erzeugt und dann wird das halt zurückgegeben und meistens nutzt man dann diesen Zuweisungsoperator. Und dann wird halt quasi das Objekt, das man in einer Funktion erzeugt hat, nochmal kopiert. Und dazu hat man sich jetzt die Move-Semantik einfallen lassen. Deshalb kann man dann zum Beispiel in Funktion daran erkennen, dass man ein doppeltes Und hat. Das heißt dann hier, das ist ein Right-Hand-Side, oder so, dass das halt ein Wert ist, der auf der rechten Seite vom Gleichheitszeichen steht, also ein Rückgabewert von der Funktion. Und ich habe mir das dann eigentlich so gemerkt, dass man da sehen kann, das Objekt, was reingeht, das ist halt quasi kurz vor Zerstörung. Das passt danach keiner mehr an. Und dann kann man halt auch einen Operator gleich damit machen, was man möchte. Egal, ob es danach noch benutzbar ist oder nicht. Hauptsache, das zu erzeugende Objekt ist dann benutzbar. Und jetzt mal zu dem Problem, was man in C++ hat. Also in C oder auch, glaube ich, in Java, da hat man öfters halt sowas. Also, dass man irgendwie was sich erzeugt, man arbeitet ein bisschen rum und dann räumt man wieder auf. Und das ist auch in C völlig in Ordnung, weil es halt keine Exceptions gibt, die einen das irgendwie kaputt machen. Bei Java sieht man ja auch klar, wo kommt eine Exception raus und wird dazu gezwungen, das irgendwie zu behandeln, abzufangen. Und in C++ wiederum kann man das nicht sehen. Also in C++ kann sogar der New-Operator, der Cast-Operator eine Exception werfen. Genauso könnte auch diese Bla-Methode eine Exception werfen. Und wenn jetzt die Exception geworfen wird, dann wird halt C++ hier bei Bla die Methode verlassen. Und dieses Delete-IP, das wird niemals mehr aufgerufen. Das heißt, dieser Pointer wird auch nie wieder freigegeben. Und dann haben wir hier halt einen Speicherleck. Und
Ja, man kann halt irgendwie mit virtual Catch arbeiten, um das vielleicht noch hinzukriegen, aber C++ kennt halt auch kein Finally. Also Finally ist ja in Java nur dazu da, um halt wirklich dann auch mal aufzuräumen, wenn jetzt eine Exception geworfen wurde. Und was man sich jetzt noch zunutze machen kann, das ist halt, dass zumindest der Stack von der Funktion leergeräumt wird. Und dass von jedem Objekt auf dem Stack halt der Destruktor aufgerufen wird. Und hier ist jetzt aber noch das Problem, dass halt ein Destruktor von einem Pointer ungleich von so einem Array ist. Also das heißt, wir müssen das jetzt kapseln. Und dann sieht das halt so aus, dass man sich jetzt ein ganz einfaches Struct anlegt, was halt ein Konstruktor einfach new aufruft und sich hier das Array erzeugt. Und dann kann man halt über den Umweg über dieses Struct halt auf den Pointer zugreifen. Und sobald halt die Methode verlassen wird, wird auch der Destruktor vom Array aufgerufen. Und auch der Pointer wieder freigegeben und der Speicherbereich ist frei. Das heißt, man hat dann keinen Leak mehr. Und so ähnlich ist zum Beispiel STD-Vector aufgebaut. Aber auch halt viele andere Klassen aus der STL, wie String oder die IO-Stream-Sachen, die sind auch alle so aufgebaut. Also man muss halt, wenn man halt eine Datei geöffnet hat, nicht hinterher irgendwie noch wieder close oder so sagen, sondern verlassen der Funktion reicht aus und sie ist wieder frei und kann von anderen genutzt werden. Und man hat dann halt den Autopointer von C98 halt beseitigt, weil der halt nicht so schön war. Also man war damit nicht einverstanden, weil man doch irgendwie noch angeben möchte, wem gehört ein Objekt. Und das kann man jetzt zum Beispiel mit Unique Pointer besser beschreiben. Unique Pointer kennt immer nur einen einzigen Eigentümer. Also man kann jetzt nicht irgendwie zwei Smart Pointer erstellen, die auch dasselbe Objekt zeigen. Dann gibt es halt einen Compiler-Fehler, weil bei Unique Pointer der Zuweisungsoperator deaktiviert wurde. Das Einzige, was es noch gibt, ist halt, was es geht, ist das hier. Das sagt jetzt einfach, dass dieses Objekt hier wird hiernach nicht mehr benutzbar sein. Dann wird alles, was vorher hier drin stand, hier drin stehen. Das geht noch und dann kann man auch ganz klar sagen, wem jetzt eigentlich dieses Objekt gehören soll. Also dann, ich hatte manchmal auch das Problem, wenn man eine Methode hat, die einen Pointer zurückgibt, dann ist ja unklar so ein bisschen, wem gehört jetzt das Objekt oder wem gehört der Pointer, wer muss später den Pointer löschen. Und wenn man jetzt halt noch so einen Unique-Pointer hat, dann weiß man ganz genau, okay, ich bin jetzt darum verantwortlich, wenn ich das Objekt weiter behalten möchte, dann muss ich selber zusehen, dass ich das irgendwo abspeichere. Und das macht niemand anders für mich. Und wenn ich mich nicht darum kümmere, dann wird das Objekt auch eiskalt gelöscht. Ja. Das heißt, also wenn ich einen Unique Pointer in meine Funktion reinkriege, muss ich ihn immer irgendwie sichern, kopieren? Oder wie? Ja. Es kommt darauf an, wie du ihn reinkriegst. Also wenn du ihn per Value reinbekommst, ja. Also. Okay. Wenn du einen Unique Pointer reinkriegst, dann gehört dir dieses Objekt. Dann bist du der Owner. Ja, aber ich glaube, was noch sein kann, ist ja, dass es halt eine Referenz auf den Unique Pointer sein kann. Ja. Das kann natürlich sein. Dann gehörte dir ja quasi nicht, also dann ist das ja noch woanders gültig. Aber wenn du dann halt... Also dann hat man wieder die gleiche Problematik wie vorher im Prinzip, nur dass halt das automatisch aufgeräumt wird dann. Ja, aber du weißt ja dann auch, wer sich darum kümmert. Ja gut. Ne? Also wenn du es nicht machst, machst keiner. Ja. Und was dann noch dazu gehört, ist dann jetzt, wie geht man zum Beispiel mit Clips um? Und bei Clips ist es ja so, die haben ja meistens irgendwie eine Create oder so oder Alloc-Funktion und eine Free-Funktion und dann haben sie dazu ein Struct. Also sowas wie hier halt. Du hast dann ein Struct mat und dann hast du einen mat alloc und mat free und das willst du jetzt bei C++ benutzen. Und das kannst du jetzt, also das kann man jetzt hier in den Unique-Pointer kapseln. Dann sagt man jetzt hier, also vorher war das ja nur ein einfacher Datentyp, also man konnte hier halt einfach mit dem Template-Parameter den Typen angeben, aber er hat noch einen zweiten Parameter, das ist der hier, das ist der Destruktor. Und dann schreibt man halt die Signatur Destruktor-Methode rein und kann dann auch beim Konstruktor von dem Unique-Pointer hier einen Zeiger auf die Methode angeben, die später das Objekt wieder freigibt. Und dann kann der Unique-Pointer später, wenn er vernichtet wird, danke, dann kann also der Unique Pointer später, wenn er vernichtet wird, halt auch hier wieder diesen Destruktor aufrufen und alles ist super. Das heißt, man kann dann auch so schön C-Objekte benutzen.
man das Problem, also dann hat man halt nicht nur dieses Problem, dass man irgendwie einen Code Warpointer rumhängen hat, dass Exceptions auftreten und dann sind sie halt weg. So. Oh, das kann man auch auf andere Bereiche anwenden. Das muss ja jetzt nicht nur auf irgendwie auf Speicher gehen. Also die SDR hat ja auch schon gezeigt, das kann auch mit Dateien und so funktionieren. Das kann auch genauso mit Netzwerksockets funktionieren, aber es kann auch auf irgendwie auf beliebige andere geteilte Ressourcen passieren. Also man kann sich genauso gut hier irgendwie sowas wie bei Terminator vorstellen, eine Maschinengewehr mit Kamera dran, also eine Selbstschussanlage. Und da kann man sich auch genauso gut immer vorhin definieren, die halt erst die einzelnen Ressourcen des Systems belegen, wie halt die Kamera, die Maschinen, das Maschinengewehr und dann halt das Zeug irgendwie benutzen. So, und damit wäre ich jetzt durch. So, kann man auch fragen? Wieso ist Autopointer jetzt deprecated irgendwie? Das weißt du doch selbst. Ja, ich wollte noch mal fragen. Also so genau weiß ich das nicht. Ich glaube, das müsstest du dann sagen. Also bei Autopointer war das Problem, dass man den Gleichoperator hatte. Und der Gleichoperator, der soll ja Objekte kopieren. Aber bei Autopointer ist es so, dass der Gleichoperator also quasi jetzt dasselbe macht wie die Move-Semantik. Also der Gleichoperator überträgt Ownership beim Autopointer. Und ja, das hat halt extrem gefailt. Ja, weil eben die Semantik total kaputt war. Und jetzt mit diesem Unique-Pointer weiß man halt ganz genau, was abgeht. Weil man halt sagen muss, okay, ich will jetzt von der rechten Seite wirklich moven und wenn ich nur gleich sage, dann kompiliert es halt gar nicht.